Neben der Wärmedämmung ist die Luftdichtigkeit von entscheidender Rolle für die energetische Qualität eines Gebäudes. Insbesondere bei einer gut gedämmten Konstruktion fallen die Wärmeverluste über die Undichtigkeiten der Gebäudehülle besonders ins Gewicht. Das ist gleich in zweifacher Weise von Bedeutung. Erstens entstehen ungewollte Energieverluste, die erhöhte Heizkosten nach sich ziehen. Und zum Zweiten entsteht durch das Abkühlen der warmen Luft beim Durchströmen der Bauteile Kondenswasser. Dieses Kondenswasser kann zu erheblichen Schäden an der Baukonstruktion führen. Um die Undichtigkeiten, auch Leckagen genannt, so klein wie möglich zu halten, wurde ein Verfahren zur Überprüfung der Gebäudedichtheit entwickelt. Dieses Verfahren nennt man Blauer Dorf-Verfahren. Im Film wird die Funktionsweise des Verfahrens erläutert. Im ersten Teil wird erklärt, was unter Gebäudedichtheit zu verstehen ist. Im zweiten Teil erfolgt der Aufbau der Messeinrichtung und es wird der Ablauf der Messung dargestellt.